Master Sergeant Pfiffnick pochte mit seinem Baseballschläger gegen die Metalltür. Bach, bach, bach. Ziemlich unerwartet öffnete sie sich langsam und metallisch knarzend. Wir blickten auf eine riesige, haarige Gestalt. Wir standen vor dem wahrhaftigen Bigfoot, dem Sasquatch. Er begrüßte uns mit den Worten: Brumm, brumm, Treibstoff für alle! Da wussten wir, dass er einer von uns ist. Er stellte sich als Frank Hunnenstar aus dem Baloa Forest in Nord-Oregon vor. Wir bewunderten die riesenhaft schlagsig torkelnde Gestalt Franks. Frank klärte uns darüber auf, was passiert ist und wie er hierher gekommen sei. Vor ein paar Tagen hat Frank noch fröhlich wagemutige Touristen in Baloa ausgeraubt und für unsichere Umgebung gesorgt. Als der Sheriff sich daran machte, Schwarzbrennern im Wald nachzuspüren, musste ihm Hunnenstar eins mit dem Rübenklopfer überziehen. Als der Sheriff wieder zu sich gekommen ist, hat er Großalarm in Baloa ausgerufen. Frank musste aus dem Wald flüchten und ist in ein tiefes Loch nahe eines kleinen Wasserfalls gesprungen. Schließlich hat er nach ein paar Tagen Orientierungslosigkeit diese Tür gefunden und uns klopfen gehört.